Sam, tell me you got the cross. Got St. Dismas right here. You want to say hi? Yeah, we've really kicked the hornet's nest down here. Ballroom's locked down, security's scrambling. Hey, Victor, where's our getaway? Come to the driveway out front. Just follow the spotlights. I'll bring the car around. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4, A Thief's End. Wir sind hier in Kapitel 7, Licht aus, und jetzt wird's ein bisschen hektisch. Wir müssen nämlich so schnell wie möglich natürlich hier weg. Und ja, quasi wieder komplett zurück zu Sam und Sully. Upsi. Und da haben wir schon Gesellschaft. Bei Gefahr entdeckt zu werden, füllt sich die weiße Bedrohungsanzeige. Hm? Gelb bedeutet, die Gegner untersuchen, was sie zu sehen geglaubt haben. Also weg hier. Halten Sie sich aus dem Sichtfeld von Gegnern heraus, um getarnt zu bleiben. Das ergibt Sinn. Also immer schön aus dem Licht draußen bleiben. Versuche hier so ein bisschen mich immer lang zu hangeln. Da kann einem dann eigentlich nichts passieren. So, na, dich lasse ich mal. Obwohl es besser wäre, ihn runterzuziehen. Dann kann er mir nämlich... Ja, der dreht sich nämlich um. Das ist nicht so gut. Da könnte er mir noch zum Problem werden, aber ich will das jetzt mal ausprobieren, ohne ihn runterzuziehen. Das geht nämlich auch. So, der läuft jetzt wieder auf die andere Seite. So müsste es dann nämlich gehen. So, jetzt brauche ich den richtigen Zeitpunkt, wenn jetzt hier gerade kein Licht ist. Come on, come on, come on, come on. Okay, maybe we should have brought guns. Ja, das war verdammt knapp. Na, come on, rüber. Dankeschön. So, immer schön am Rand bleiben. Dann ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Wunderhübsch. Natürlich. So, die beiden könnte ich jetzt rein theoretisch auch in Ruhe lassen, aber ich will hier ohne Probleme durchkommen, deswegen werde ich die jetzt mal ausschalten. So, Freunde, gute Nacht. I'm on my way. Heading to higher ground to get my bearings. All right, see you soon. Yeah. Hey. Huh? Ich glaube, die sind mir hier noch nie irgendwie aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass hier Need for Speed auf der anderen Seite produziert wird. Aber gut. Jedem das Seine, mir das Meiste und vor allem raus hier. Na gut, dass ich hier jetzt nicht im prallen Licht bin. Oh, was haben wir hier? There's the ballroom. Driveway's right in front. Ja, und das ist noch ein ganz schön langes Stück hier. Das ist nicht ohne. Nate, was tust du? Nicht runterfallen. Wir müssen doch da rein. Okay. Everything's fine. No one got a good look at me. Just gonna play cool. Stroll right on out of here. Ja, träum weiter. Wenn das mal so einfach wäre. Ach, hallo. Scuse. You're not supposed to be back here. Well, neither are you. But I'll tell you what. I won't tell anyone if you don't. You have something I want, and you're going to give it to me. Really? Well, I'm flattered, but I'm afraid I'm spoken for. If you'll excuse me. I'm not in the mood for games. Give me the crucifix. Lady, you're lucky I'm a gentleman.
As if I were... You'd want. All right, fine. Just remember, I didn't want to do this. Let's see what you've got. Nate, die darfst du kloppen. Da haben wir Frauen gar nichts dagegen. Die ist nämlich eine ziemliche Bitch. Nice try. War ja klar, dass hier noch irgendwas kommen muss. Das war natürlich... Lass mich los. Nadine in die Arme laufen. Wie auch immer sie rausgekommen hat, wo wir sind und wie sie uns kriegt. Now hand me the artifact. Tja, am Arsch. Do you know how many artifacts I've collected over the years? You're gonna need to be more specific. Let me see if I can clarify. God. All right, look. I'm still a little jet-lagged. How about we just call it even? Das hat sicher wehgetan. Aua. Oh, son of a... Have you had enough? Or do you want to keep being a smartass? Okay, come clean. You're no chiropractor. Your technique is really not helping my back. Wait. It's in my back pocket. Where is it? Right there. Holla, holla, holla. All right, I'm at the car. Where the hell are you guys? Just met your friend, Nadine Ross. She's lovely. Yeah, well, it's total chaos out here. They're trying to keep it contained, but everybody's freaking out. I don't want to rush you, but hurry the hell up. Nathan, where you at? Good question. You? By the ballroom. Look for this round sign thing. It's on the way. Round sign thing. Check. Good news is I got a gun. See you soon. Ja, ich glaube, das komische runde Zeichending da sieht man hier links. So, Freunde der Nacht. Ja, Nadine ist wirklich total entzückend und sehr lieblich. Ja, natürlich. So, jetzt geht endlich mal das Geballer hier los. Wurde ja auch so langsam Zeit. So, der ist hinüber. You all right? Yeah, hanging in there. I can't get to you from here. You got a way down? Yeah, I think so. Okay, I'll meet you at the driveway. Just head towards the ballroom. All right, see you there. Na gut, dann tun wir unser Möglichstes. Na, come on. So, aber erstmal hier wieder ein bisschen festen Boden unter die Füße. Das wäre schon mal ein Anfang. Ah, Munition. Victor, I'm kind of stuck here. Any ideas? The fastest way is through the ballroom. You said the ballroom's locked out. Yeah, well, now that they know it's you guys, they cleared the place out. That ballroom it is. You get that, Nathan? Yeah, got it. Warum sind die Gegner hier noch markiert? Also ich habe das Spiel natürlich schon, ja, des Öfteren durchgespielt. Und auch dieses Kapitel mehrmals. Aber okay. Keine Ahnung. Also ich hatte mir die natürlich mal markiert bei einem vorherigen Durchlauf, aber hätte jetzt nicht gedacht, dass die markiert bleiben. Also beachte das am besten gar nicht. Also so sieht das aus, wenn Gegner dann markiert werden. Hat er ja auch gerade angezeigt. Kann man machen. Ist natürlich ganz praktisch. Dann sieht man immer so ungefähr, wo die hinlaufen. Man sieht aber nicht die Blickrichtung. Die kann man sich dann nur denken oder man muss die gut im Blick haben. Aber die beiden Kollegen hier schnapp ich mir erstmal. So, du noch und dann
Gute Nacht. Dann sind wir nämlich hier auf der sicheren Seite. Wie gesagt, das kann man natürlich auch schaffen, ohne die niederzumetzeln. Aber ich gehe jetzt hier mal auf Nummer sicher. Ah, nee, Quatsch. Hier muss ich gar nicht... Okay. Der haut aber ganz schnell ab. Hier muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Ich gehe hier mal ab durch die Mitte. Boom, baby. Weil es so viel Spaß macht. So, der Kollege, was machst du jetzt? Der kommt auch noch da rein. Tschö mit Ö. So, jetzt dürfte hier nur noch der eine sein. Komm, dreh dich um. Braver Junge. Gute Nacht. So, jetzt schnell weg. Okay, almost to the ballroom. So, jetzt mal ein bisschen sputen. Ja, ich komme und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ach, scheiße, er hat mich schon gesehen, dammit. Manchmal klappt es, dass die einen hier nicht sehen, aber auf normal, wenn man jetzt hier fix ist, oh Gott, kann man hier ganz schnell weg. So, jetzt wird's richtig knackig und mal schnell von diesem aus dieser Holzdeckung weg. Ich brauche hier was Stabileres. Die Dinger gehen nämlich unheimlich schnell kaputt. Shit, what's our backup? There's that fountain just outside the ballroom. I'll meet you there. Got it. Let's go. So, ich gehe jetzt hier mal auf Nummer sicher. Ich möchte nämlich hier bitte nicht sterben. Kann sich jetzt mal ein bisschen hinziehen. Ah, wunderbar. Kopfschuss. Worüber ich das gemacht habe, weil ich hier kaum irgendjemanden sehe, aber egal. So, der ist hinüber. Da ist noch einer. Crap. Ja, da links sind noch so ein paar Räume. Da sind so zwei, drei Leute drin. Na, crap. Da kommen schon die nächsten. Dammit. Und die sind jetzt richtig nervig. Oh, ja doch. Granate. Der Dödel. Wo schieße ich denn hin? Ach du Scheiße, da ist ja einer. Verdammt. Kommt der denn jetzt her? Also ich kann euch nur raten, euch dicht hinter diesen Holzdingern zu verstecken. Mann, Jungs, bleibt immer stehen. Ich glaube hier in der Ecke, das bringt nicht so wahnsinnig viel. Zu schnell, haha. Kopfschuss. So, ich düse jetzt doch mal hier in die Richtung. Hier müssten ja alle hinüber sein, oder? Ja, das sieht gut aus. Hier ist niemand mehr. Hier ist man auch relativ sicher. So, und hat einen guten Blick hier auf die Kollegen. Jawohl. Ja, sehr schön. Und da hinten ist noch einer, oder? Ja, der jetzt natürlich eine Granate wirft. Und auch noch volle Granate trifft hier. Voll rein.
Gotcha. So. Hast du jetzt den Granatenwerfer? Ich glaube, ja. So, Munition, Munition, Munition. Ganz wichtig. So. Nehmen wir mal die hier. Und der Brunnen ist da, sagt Sam. Na, komm raus. Gotcha. Und da vorne kommen natürlich schon die nächsten. So, immer schön. Junge, raus. So geht's auch. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ach, jetzt wird's ätzend. Da oben den zu kriegen, ist isch blöd. Auch noch. Komm raus, du Schelm. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich den kriege. Das könnte ein bisschen komplizierter werden. Da oben auf der Brüstung. Der ist ein bisschen nervig. Muss ich näher ran. Na, komm, trau dich. Jawoll. Baba, Junge. Kann ich eigentlich... Nein. Kann ich ihn nicht zerschießen? Okay, und jetzt laufen, laufen, laufen. Hier spawnen nämlich die Gegner endlos einfach rennen. I hope I don't go to hell for this. Shit. What? It's empty. What? Oh, you're such an asshole. He's your brother. All right, skull and crossbones. Very good sign. It's Avery's insignia. What is this? Hodie mecum eris. In paradiso. Today you will join me in paradise. It's what Jesus said to Saint Dismas on the cross. Right. But what about these numbers here? What do you make of this? It's some kind of code. Or a phone number. Come on. The dates. Huh? Look. 1659. It's the year Avery was born. 1699. Let me guess. The year he died. Well, by most accounts, yeah, but... It means we have date of birth, date of death, and paradise. Which means we're looking for Avery's grave. It's St. Dismas's Cathedral. Wait a second. Hasn't Rafe been scouring that site for ages already? Yeah, the cathedral. See these symbols? Yeah. These are found on old Scottish gravestones. Right. Right? Now, look at this. The layout of this place is really unusual. Here's the cathedral, but the graveyard is way over here. Rafe's been focusing on the wrong area. Exactly. Guys, we're going to Scotland. All right. Wait up. You do realize that Rafe knows you're coming. Yeah, we can deal with that when we get there. Look, that psycho would like nothing better than for you to show up. Plus, he's got Nadine and her whole army to back him up. Yeah, but he doesn't have this. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp.
I thought this was about saving Sam. It is. But come on, it's both, right? We need the treasure so we can save Sam. How is Elena cool with all this? Jesus, kid. Look, it's just not that simple. With all that you two have been through together... She wouldn't understand this. You are not giving her enough credit. I can't take that chance. Nathan, he's right. Things have changed. Rafe's involved now, and... I can take this on my own, really. Great. Well, thank you for your input, both of you. Excuse me. Hey. Hey, it's me, yeah. No, the reception's lousy. Yeah. Something on your mind, dear? Look, I realize it couldn't have been easy. All those years away. And I'm sorry for what happened to you. But it's not his fault. I never said that it was. It took a long time for him to get out of this game. You see a gun to his head? He chose this. Okay, he's meant for this life. You really believe that? Why are you here, Victor? Because somebody's got to keep an eye out for him. No, I'll just see you in a few more weeks. Yeah, I will. Okay, I love you too. Bye. Just told her that the job was gonna take a little longer than expected, which is the truth, right? So come on, what do you say? Sam could still use our help. Well, I do hear that the weather is particularly fine in Scotland this time of year.